Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, der Quartierverwalter hat die nächste Quest mit dem Namen Aufbruch in alle Richtungen. Und das Bild hier lässt was Großes erahnen. So, und die Tatsache natürlich, dass wir hier eine 3-Fragezeichen-Quest haben. Annehmen. Habt ihr gut geschlafen und das Essen gemundet, das der Exarch euch geschickt hat? Er hat gebeten, dass ihr euch im Okular einfindet, sobald ihr ausgeruht und gestärkt seid. Geht nur. Ich lasse in der Zwischenzeit das Bett frisch beziehen. Okay, auf zum Okular. Du kommst genau richtig, um unseren Besucher zu begrüßen. Ach, jetzt mach nicht du auch noch so ein Gesicht. Sagte ich nicht, dass wir uns bald wiedersehen? Entspannt euch. Ich habe nicht vor, eure Pläne zu durchkreuzen. Ich dachte, das hätte ich klar gemacht. Ich wollte mich nur einmal bei euch umsehen. Zugegeben, ich war auch ein wenig neugierig auf denjenigen, der die heldenhafte Kriegerin in diese Welt gerufen hat. Du sagst, dass du uns beobachten wirst, um uns einschätzen zu können. Und dass du uns helfen willst. Aber nach allem, was die Ashians uns angetan haben, kannst du doch nicht allen Ernstes erwarten, dass wir dir das abnehmen. Warum schon wieder so feindselig? Bitte gib der Sache doch etwas Zeit. Setzt euren Kampf gegen die Lichtbringer fort. Wenn ihr euch dabei als fähig erweist, werde ich mich revanchieren. Ich werde mit euch eine Wahrheit teilen, die schon zu lange auf meinen Schultern lastet. Wenn ihr mir aber immer noch misstraut, steht es euch frei, das Angebot auszuschlagen. Dann setzen wir unseren Kampf auf Leben und Tod eben fort. So einfach ist das. Ach, man möchte meinen, ihr glaubt mir nicht. Womit habe ich das nur verdient? Sparen wir uns die schönen Worte. Merkt euch nur eins. Wenn ihr bereit seid zuzuhören, werde ich euch die Wahrheit verraten. In Anbetracht der Entscheidungen, die ihr bald zu treffen habt, soll euch nicht verborgen bleiben, was nur die uralten, unsterblichen Ashians wissen. Also legt euch ins Zeug. Ich will beim Zuschauen ja nicht einschlafen. Endlich ist er weg. Sollen wir ihm wirklich trauen? Er ist immerhin ein geübter Hochstapler, der aller Welt vorgespielt hat, ein galeischer Kaiser zu sein. Was hältst du von dem Ganzen? Spielen wir das Spiel doch erstmal mit. Ja, dass er hier auftaucht, ist immerhin ein Zeichen, dass er uns wirklich kennenlernen will. Ob wir nun auf seinen Vorschlag eingehen oder nicht, aufhalten können wir einen Ashian mit unseren Mitteln nicht. Wir sollten vorsichtig sein und uns weiterhin an unseren Plan halten. Mit anderen Worten, der nächste Lichtbringer ist an der Reihe. Der Lichtbringer, der über Ilmec wachte, ist besiegt, dank eurem mutigen und entschlossenen Eingreifen. Zusammen mit dem Seenland haben wir nun schon 2 Regionen die Dunkelheit zurückgegeben. Das ist der größte Erfolg, den wir seit der Lichtflut erzielen konnten. Ein gewaltiger Fortschritt.
Es bleiben allerdings noch Kulusia, Amareng und der große Wald von Raktika. Ja, aber leider wissen wir nicht, wo sich die Lichtbringer dieser Gebiete aufhalten. Ich schlage vor, dass wir getrennt nach ihnen suchen. Es würde uns viel Zeit ersparen. Was haltet ihr davon? Ich könnte mich in Amareng umsehen. In der Gegend kenne ich mich einigermaßen aus. Ich übernehme Kulusia. Ich habe dort ein paar Kontakte, die mir bei der Erkundung von großer Hilfe sein könnten. Ausgezeichnet. Dann gehen die anderen nach Raktika. Schließt euch dort Ishtola an und versucht mit ihrer Hilfe den Lichtbringer aufzuspüren und auszuschalten. Ist sie die Magierin, von der du und Orianger gesprochen habt? Genau. Allerdings hatte ich kaum Kontakt zu ihr, seit sie im großen Wald von Raktika Stellung bezogen hat. Ich weiß auch nicht, wo sie sich aufhält. Sie scheint mir leider nicht zu vertrauen. Zumindest beantwortet sie keinen meiner Versuche, Verbindung mit ihr aufzunehmen. Orianger, du weißt, wie man sie findet. Wirst du die Führung übernehmen? Selbstverständlich. Ich werde meine Freunde sicher leiten. Danke. In der Zwischenzeit habe ich noch eine Angelegenheit zu erledigen. Was ist das? Ein Schreiben von Lord Wathry. Er hat mich in Anbetracht der jüngsten Ereignisse zu einer Unterredung eingeladen, nach Yulmor. Darauf willst du dich einlassen? Das ist doch eine Falle. Erinnere dich, dass wir uns schon auf einen Angriff eingestellt hatten. Wenn wir jetzt die Gelegenheit erhalten, mit ihm zu reden, werte ich das als ein gutes Zeichen. Allerdings schwinden meine Kräfte, wenn ich mich zu weit von diesem Turm entferne. Alfino, würdest du mich vielleicht bis Yulmor begleiten, bevor du dich deinen Erkundungen widmest? Selbstverständlich, Kristallexarch. Also dann, machen wir uns bereit. Und seid vorsichtig auf euren Reisen. Ich möchte euch alle wohl und unversehrt hier wiedersehen. So, und was machen wir jetzt? Also denn, brecht auf, sobald ihr bereit seid. Bevor ihr das Dickicht von Raktika betretet, möchte ich, dass ihr den Jobfeste halt macht? Dort befindet sich die Ruine einer Kirche, die Kirche des strahlenden Lichts. Bevor die Lichtflut unseren Kontinent verschlang, hat sie eine große Gefolgschaft. Jetzt ist das natürlich anders. Kaum jemand käme jetzt noch auf die Idee, die Gebetshalle zu betreten. Aber ich weiß, dass dort, versteckt in einer Schublade des Altars, eine Steintafel zu finden ist. Bitte, holt die Tafel und bringt sie hier toller. Als kleines Geschenk von mir. Ein interessanter Abstecher. Also gut. Die Jobfeste liegt noch im Seenland. Der Weg ist relativ sicher. Treffen wir uns dort wieder. Gut, dann gehen wir auch mal zur Jobfeste. So, die Jobfeste liegt auch direkt eigentlich neben dem Kristallium. Deshalb, Orange. Zum großen Wald ist es nicht mehr weit. Der Weg nördlich der Festung führt geradewegs dorthin. Aber zuerst müssen wir die Steintafel finden, wie der Kristallexarch es aufgetragen hat. Also los, sehen wir uns um. Gut, Orange, wo müssen wir lang? Orange betrachtet die Ruine auf seine nachdenkliche Art. Die Jobfeste ist eine von vielen Festungen, die der Wache des Seenlandes als Stützpunkt diente. Errichtet wurde die Festung allerdings vom Seenlandbündnis, das hier einst gedieh. Die Kirche des strahlenden Lichts hat nicht nur unter den Leuten des Seenlandbündnisses Anhänger. Ihr Gläubigen errichteten Kirchen auf allen Kontinenten, um ihre Lichtgöttin zu huldigen. Die Lichtflut setzte der Beliebtheit dieses Glaubens schnell ein Ende. Man stellte sich immer vor, furchteinflößende Kreaturen, mal in Gestalt eines Tieres, mal das Abbild eines Mannes oder einer Frau, aber alle bleich wie Kreide, entstiegen den verödeten Gebieten. Man fragte sich natürlich, wer für dieses Leid verantwortlich war. Und schließlich
Ob man nur noch die Göttin des Lichtes glaubt oder nicht, kam man zu dem Schluss, dass die Kreaturen gekommen waren, um jegliche Sünden für alle Zeit aus der Welt zu schaffen. So bekamen sie ihren Namen, die Sündenvertilger. Es verwundert nicht, dass sich die Bewohner dieser Welt mit einem Schlag von der Verehrung des Lichts abwandten. Diejenigen, die weiterhin Zuflucht in der Spiritualität suchten, schufen stattdessen einen neuen Glauben. Sie beteten zur verlorenen Dunkelheit. Im großen Wald ist dieser Glaube besonders verbreitet. Du wirst sehen, was ich meine, wenn wir dort ankommen. Aber zuerst sollten wir uns um die Steintafeln kümmern, die der Kristallexus uns auftrug, sie zu finden. So, das muss also irgendwo da hinten sein. Irgendwo hier. Tankred. Hast du schon was gefunden? Das ist die Kirche, beziehungsweise das, was von ihr übrig ist. Okay, Minfia, du hast auch nichts gefunden, oder? Eigentlich wollte ich dir ja die hübschen Fenster zeigen, aber es sind leider keine mehr übrig. Okay, also hier finden wir auch nichts. Okay, vielleicht hat ONG was gefunden. Hier oben ist nicht viel übrig geblieben, aber ich habe die Stufen gefunden. Ah ja, immerhin etwas. Gut, dann gehen wir mal nach unten und schauen dort nach. Ich meine, es ist ja dunkel, das ist auch nicht schlecht. Ah, da ist, das könnte es sein. Gebetshalle. Finden wir irgendwas? Hier sind wir richtig. Es ist alles noch so gut erhalten. Bei den anderen Kirchen, die ich gesehen habe, waren nur noch die halb eingestürzten Wände zu sehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Gebetshalle hier unten gut geschützt vor Umwelteinflüssen war. Aber es gibt noch einen Grund. Die Einrichtung. Sie sieht mir nicht aus, als wäre sie aus einer Kirche des strahlenden Lichts. Ich habe dir doch erzählt, wie die Gläubigen sich von der Lichtgöttin abwandten und anfingen, Dunkelheit zu ehren. Ich bin mir sicher, dass die Untertanen der Nacht, wie sie sich nannten, diese Gebetshalle zu ihrem Versammlungsort gemacht haben. Untertanen der Nacht? Auf die bin ich während meiner Reise noch nicht gestoßen. Das tut nicht Wunder. Früher hatten sie Anhänger, die in den meisten Regionen, aber nun haben sie sich den großen Wald zurückgezogen. Die Abgeschiedenheit haben sie selbst gewählt. Schon oft hat Eulmur versucht, sie dazu bewegen, sich der letzte Hauptstadt der Welt anzuschließen. Ohne Erfolg. Sie schätzen ihre Unabhängigkeit. Yestola hat sich auf die Seite der Untertanen der Nacht geschlagen. Sie lebt mit ihnen in ihren Unterschlupf im großen Wald. Der Kristallexarch weiß das natürlich. Und ich bin mir sicher, dass die Steintafeln aus der Kirche des Strahlenlichts eine ganz besondere Bedeutung hat. Dann lass sie uns endlich finden. Okay. In der Gebetshalle nach der Steintafel suchen. Die Suche nach der Steintafel beginnt. Sieh dich genau und drück RT oder A-Taste, wenn du glaubst, sie entdeckt zu haben. Nein. Ich bin ein bisschen eingeschränkt, was die Suchmöglichkeiten angeht. Ich kann ein bisschen vergrößern. Ah, da habe ich was. Du hast eine Steintafel entdeckt. Ich stehe direkt davor und ich habe sie direkt gefunden. Ha. Hast du etwas entdeckt? Warte, ich sehe es mir mal an. Ja, das muss die Steintafel sein, die der Kristallexarch meinte. Auf der Vorderseite sind Schriftzeichen der alten Ronquav-Zivilisation eingemeißelt, die einst den großen Wald bevölkerten. Ein interessantes Rätsel,
Aber die Steintafel ist nicht für uns, sondern für Istolla. Ein angemessenes Geschenk für eine Forscherin wie sie, möchte man meinen. Der Kristallix-Arch tut gut daran, die Suche nach der Steintafel dir zu überlassen. Es braucht das scharfe Auge einer Abenteuerin, um sie zu finden. Gut, dann überbringen wir doch diese Steintafel allerdings erst im nächsten Abenteuer. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.